Anhand dieses Praxisbeispiels möchte ich einmal aufzeigen, wie schnell man mit PDF und Korrekturen an seine Grenzen kommen kann. Ich wollte hier, das ist ein Kundenauftrag, diese Schrift, welche rein Cyan ist, ebenfalls in ein Dunkelblau umwandeln. Viele von Ihnen kennen vielleicht Pitstop und sagen, ja, kein Problem, diese Farben kann man mit einer globalen Aktion, so wie ich hier mal vorbereitet habe, ganz einfach korrigieren. Dazu geht man hier hin, man wählt ein Textelement aus und sagt Füllung übernehmen. Sogleich wird dieser Farbton hier in der globalen Änderung aufgenommen. Danach möchte ich ein Dunkelblau, welches etwa diesem Schriftzug entspricht. Ich sage Speichern und Ausführen. Hoppla, was ist denn hier passiert? Weshalb solche Dinge passieren können und wie man dies etwas aufwendig doch noch korrigieren kann, das in diesem Workshop.